Du willst also dein Leben lang ein Verlierer bleiben? Nein, ich... Ich werde deine Austrittserklärung aus der AG für dich schreiben. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin, die indigo-blaue Scheibe, Folge 3. Und da vorne steht Hana und eine Unbekannte. Hallo Hana. Spannung steigt und? Ja, schon. Ist gerade etwas stressig, weißt du? Das kann ich nachvollziehen. Hana, du hast einen Gast. Hä? Oh, Thomas, da bist du ja. Lang nicht gesehen. Na, hast du mich schon vermisst? Ja, doch irgendwie schon. Muss ich schon zugeben. Schön, dass du es so offen zugibst. Es ist Zeit. Ich muss gehen. Es war meine Freude, Hana. Bis bald. Oh, ja, wir sehen uns. Tschüss. Okay. Das war eine Klassenkameradin von mir. Sie ist eine total interessante Persönlichkeit. Also... Irgendwie komisch, dich hier an der Akademie zu sehen, Thomas. Findest du? Ich muss sagen, du siehst aus, als hättest du dich kein bisschen verändert. Weißt du was? Ich war in letzter Zeit zusammen mit Mrs. Brianna in verschiedenen Regionen unterwegs, um ihr bei ihrer Forschung zu helfen. Dadurch sind meine Pokémon seit unserem letzten Kampf noch viel stärker geworden. Hey, davon willst du dich sicher selbst überzeugen, oder? Wie das Schicksal es so will, gibt's hier auch gleich einen Kampfplatz. Na dann, auf Position! Übrigens, ich habe mich verlesen, nicht Mrs. Brianna, sondern Miss Brianna. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Bist du bereit? Ich werde dich aus den Socken hauen. Und zwar in einem Doppelkampf. Oh weh, ich hoffe, ich bin bereit dafür. Ich habe aktuell kein ausgewogenes Team, muss ich zugeben. Und ein paar neue und aktuell noch schwächere Pokémon dabei. So, Kara und Katze sind am Start. Da haben wir es natürlich gegen den Toucan sehr schwer. Willkommen in der Terra-Kuppel. Zur Feier kriegst du gleich eins auf den Deckel. Oh nee, Toucanon und Magnarien. Na gut, was machen wir denn? Wir müssen auf jeden Fall einmal tauschen. Aber ich muss sagen, Bluebell hat auch lustige Attacken drauf. Allein Falterreigen erhöht doch Initiative, Angriff, Spezialangriff, irgendwie so. Also das ist die ultimative Schwerttanzattacke. Allerdings auch nur erlernbar von ganz wenigen Pokémon. Hauptsächlich von Motten und Schmetterlingen, glaube ich. So, Achtung, was ist das für ein Angriff? Den kenne ich gar nicht. Toucanon erhitzt seinen Schnabel. Das ist der Signature Move, der Signaturangriff. Hey, benutzt doch auch mal eine Attacke, die nicht sehr effektiv ist, hä? Huh? Ja, du, das wird früher oder später sowieso der Fall sein. Wollen wir doch mal sehen. Zeit für Joseph, unserem Tauros. Los geht's! Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung, Tauros ins Spiel zu rufen. Oh, Superzahn! Eieiei, das tut weh. Schnabelkanone! Wow! Gar nicht mal so übel. So, wir haben aber hier den Eishieb. Und der könnte Toucanon ausnocken. Und hier probiere ich es mal mit Fuchtler. Und ja, Fuchtler ist einfach Fuchtler. Mal gucken, wen Tauros angreifen wird. Tauros ist schon richtig, richtig cool. Icy! Was? Hat nicht ausge... Oh, hab ich mal wieder Glück. So wie auch im ersten DLC von Pokémon. Karmesin, die türkisgrüne Maske. Wisst ihr noch, da habe ich eines der drei... Anführungszeichen legendären, oder sind das sogar legendäre Pokémon? Eines konnte ich vereisen für den restlichen Kampf. Das war. Oh, wie hieß denn das Pokémon? Beatroni? Beatoni? Irgendwas mit Bea. Naja. Okay, Verbrennungen sind natürlich echt fies. Ist das irgendwie ein Nebeneffekt von Toucanon? Ich habe seine Fähigkeiten gar nicht so auf dem Schirm. Aber das halbiert bei physischen Angreifern wie jetzt Lucario und Tauros den physischen Angriff erheblich. Und das ist natürlich echt mies. Ich hätte jetzt Irokex bestimmt besiegt, wäre ich nicht verbrannt.
Eieieiei. Lucario kann man auch anders spielen, nämlich speziell oder als Mixed Sweeper. Da kann uns bestimmt Loomis drauf, falls er die Videoserie verfolgt, mehr dazu sagen. Aber ich war immer der Fan davon, Lucario als Sweeper zu spielen. Also als jemand, der mit physischen Angriffen angreift. Also ein Moveset hat, das eher physisch ausgelegt ist. Aber jetzt wollen wir nicht zu taktisch werden in dieser Videoserie. Wechseln wir mal zu... Ja, ich habe zu viele Pflanzen-Pokémon im Spiel. Machen wir uns nichts vor. Ich probiere es trotzdem mal mit Katze und Yannis. In der Hoffnung, dass Katze schneller ist als Tukanon. Ich glaub's fast nicht. Aber ja, das wäre nicht schlecht. Ja, Kokowai, machen wir uns nichts vor. Nicht unbedingt die beste Wahl, aber... Ah, Blubella und mein Pepek. Jai! Ich sag mal so, mit meinem alten Team wäre ich hier besser dran gewesen. Aber das macht vielleicht auch die Spannung dann in dieser Videoserie aus. Wie verläuft der Kampf? Komme ich gut zurecht? Werde ich vielleicht mal verlieren? Oder muss ich mein Team öfters mal durchwechseln, austauschen, um dann hoffentlich ein gutes Team am Start zu haben, das gut gegen andere klarkommt? Was haben die denn für Movesets drauf? Iro-Kicks mit einem Eisheap. Und das von einem NPC, von einem computergesteuerten Charakter. Das klingt mir ein bisschen zu sinnvoll. Das klingt mir zu... ja, zu schlau. Sind computergesteuerte Gegner nicht immer ein bisschen schlechter? Haben sie nicht das typische Set auf einem Pokémon? Aber Ice Heap klingt für mich nach einem gezüchteten Angriff. Oder nach einem Angriff, den man nur von einem TM-Tutor lernt. Aber hier gibt es ja unendlich viele TMs mit der TM-Maschine. Da ist alles möglich. Dann holen wir doch mal das Ass aus dem Ärmel. Zeit für die Terra-Kristallisierung. Was kommt jetzt? Terra-Kristallisierung. Von welchem Pokémon denn? Und? Ah ja, wie sollte es anders sein? Ihr Matcha-Tee-Pokémon. Das finde ich ja richtig toll. Und erinnert mich an das erste DLC. Vor allem an dieses coole Event, das ich miterleben durfte. Das habe ich euch in Folge 3 von der türkisgrünen Maske zeigen dürfen. So, Blubella Level 68. Klingt erstmal nicht schlecht, aber unsere Gegner sind natürlich auch auf einem sehr hohen Level. Was das Ganze nicht unbedingt einfacher gestaltet. Naja, gut. Okay, bleiben wir dran. Wir haben noch 3 Pokémon. Eines davon ist aber gerade mit einer Verbrennung angeschlagen. Und das ist leider Katze. In diesem Setting gegen Fatalicia. Womöglich mein stärkstes Pokémon. Kehrtwende sorgt zwar dafür, dass ich wieder tauschen muss. In dem Fall würde ich Katze lieber drin lassen. Aber es ist sehr effektiv. So. Tira, du bist dran. Würde. Eieieiei. Gegen Blubella. Ah, Blubella bleibt auch beim Kampf. Mondgewalt. Ah, ich weiß, da gibt's bessere Angriffe. Probieren wir es mit Mondgewalt, entschuldigt. Und Bohrschnabel. Cool, dass ich Bohrschnabel beherrsche. Los, Fatalicia, quirle unseren Freund hier ordentlich durch. Was heißt hier durchquirlen? Quirlschuss. Was macht das? Einmal in den Mixer. Jetzt gibt's grünen Tee. Ich mag grünen Tee oder Matcha-Tee in dem Fall, aber Pepek und Blubella, nee, die passen. Oh Mensch, was ist denn das für ein Angriff gewesen? Warum war das sehr effektiv? Naja gut, Tira Blubella hat trotzdem gute Arbeit geleistet. Erholt euch jetzt erst einmal. Jetzt ist Katze dran. Und ich muss sagen, insgesamt betrachtet ein ziemlich langer Kampf, oder? Gar nicht so einfach, hier dieses Pokémon von Hana auszukontern. Schauen wir doch mal, dass wir unser liebes Starter-Pokémon erst einmal mit einem Feuerheiler heilen. Im Fall der Fälle muss ich dann noch zu Top-Genesung greifen, falls ich nochmal verbrannt werden sollte, da meine Kraftpunkte auch so langsam zur Neige gehen. Okidoki, ein Volltreffer, aber naja, es hat noch sehr, sehr viele Kraftpunkte. So, ich kann jetzt die Kehrtwende einsetzen, ohne mein Pokémon wechseln zu müssen. Denn, klare Sache, Katze ist mein letztes Pokémon. Also ich stehe tatsächlich kurz davor, den Kampf zu verlieren. Ah!
und es sieht echt nicht gut für mich aus. Fatalicha. Katze wurde Energie. Ja, und immer diese Verbrennung. Also, wird hier mit heißem Matcha-Tee gekocht? Oh, weia. Okay, nicht aufgeben. Wir geben nicht auf. Top-Genesung. Ich könnte auch zu Top-Beleber greifen. Ich wüsste jetzt aber spontan nicht, mit welchem Pokémon ich hier besser durch den Kampf komme. Deswegen setze ich auf Top-Genesung heile Katze. Und dann schauen wir mal, wie der nächste Angriff so aussehen wird. Katze nicht aufgeben. Durch das Heilen der Verbrennung ziehe ich mit Kehrtwende jetzt auch wieder mehr ab. Und Fatalicha besiegt. Huiuiuiuiui. Also das war ein Kampf. Heiliger. Aber geschafft ist geschafft, würde ich mal sagen. Pokémon-Trainerin Hanna besiegt. Mal sehen, was sie jetzt sagt. Das lief ganz und gar nicht nach Plan. Ja, für uns lief das ja ganz gut. Dabei bin ich doch durch die Terra-Kristallisierung noch stärker geworden. Aber nein, du musst gleich noch stärker werden. Doch das bestätigt nur meinen Eindruck, dass du dich nicht verändert hast. Du kämpfst nach wie vor gnadenlos gut. Dankeschön. Ach ja, hast du zufällig schon Jo getroffen? Warum fragst du? Ist er etwa hier? Ah, egal. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, schon gut. Ernsthaft? Warum kriegst du das nicht hin? Das war doch... Das klang nach Jo, oder? Ist er das wirklich? Ja, es ist Jo. Puh, zum Glück hat er uns nicht gesehen. Warte mal, das ist Jo? Er sieht aber ganz anders aus. Psst, nicht so laut. Habe ich dir nicht gesagt, dass du 5 Pokémon trainieren sollst? Tut mir leid. Ich hatte diesen Monat zu Hause echt viel um die Ohren. Ah, verstehe. Ah, du willst also dein Leben lang ein Verlierer bleiben? Nein, ich... Wenn du so beschäftigt bist, dann lass mich dir etwas Arbeit abnehmen. Ich werde deine Austrittserklärung aus der AG für dich schreiben. Wer es nicht ernst meint, hat in meiner AG nichts zu suchen. Warte, Jo. Bitte gib mir noch eine Chance. Warte doch. Oh weia, der ist ja knallhart. Das hat dich bestimmt überrascht, oder? Seit der Exkursion ist Jo kaum wiederzuerkennen. Er hat sich total verändert. Sowohl äußerlich als auch in seinem Verhalten. Oh Mann, das war gerade echt nicht schön mit anzusehen. Nicht der. Sieh an, Hanna und dich kenne ich nicht. Aber ich glaube, ich habe schon von dir gehört. Na toll, jetzt haben wir auch noch dich an der Backe. Ach komm, du könntest mich doch zumindest mal vorstellen. Das ist Levi. Und der Typ ist echt das Letzte. Er war mal der stärkste Trainer an der Blaubeerakademie. Betonung liegt auf wahr. Na, vielen Dank auch. Das ist Thomas. Er ist als Austauschschüler hier und ein Freund von mir. Ah, dann bist du also auch mit Jo befreundet, stimmt's? Ja, genau. Wir sind Freunde. Das hast du gut erfasst. Jo! So, verstehe. Coole Sache, Mann. Hey, Thomas, wie wär's, wenn ich dir unseren AG-Raum zeig? Was? Warum das denn? Du bist noch keiner AG beigetreten, oder? Wenn du bei einer AG mitmachst, lässt sich die Zeit an der Akademie viel leichter totschlagen. Warum machst du nicht gleich bei uns mit? Wir freuen uns immer über Neuzugänge. Yo! Dann komm mal mit. Okay, dann gehen wir. Moment mal. Denkt der, er könnte Leute einfach so herumkommandieren? Der Kerl bringt mich echt zur Weißglut. Ich komm auch mit. Ja, schauen wir uns mal die Blaubeerakademie genauer an. Tada, da wären wir.
Sollten wir uns wirklich hier herumtreiben? Du weißt schon, wegen meinem Bruder. Ach, Jo? Nee, so schnell taucht er nicht wieder im AG-Raum auf. Na gut. Aber ein schöner Raum. Das ist jedenfalls das Hauptquartier der Liga AG. Im Namen aller Mitglieder heiße ich dich hiermit herzlich willkommen. Okay, aber was für eine AG ist das überhaupt? Haha, gut, dass du fragst. An der Blaubeer-Akademie gibt es die sogenannte Blaubeer-Liga. Das ist eine Art Rangsystem für die Kampfstärke der Schüler. Und um dabei gut abzuschneiden, trainieren wir von der Liga AG zusammen unsere Pokémon. Aber keine Sorge, in unserer AG geht's total locker zu. Wir haben einfach Spaß, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Also, im Prinzip stimmt das, auch wenn einige es anders sehen würden. Ach ja, im Moment ist der Weibchen ein bisschen anders als sonst. Ich bin auch Mitglied, aber ehrlich gesagt komme ich nicht oft in den AG-Raum. Die vier stärksten Trainer in der Blaubeer-Liga sind übrigens die Blaubeer-Top 4. Und diese Witzfigur mit der Zahnpasta-Frisur ist einer davon. Genau wie das Mädel, mit dem ich vorhin in der Kuppel gequatscht habe. Hanna selbst steht nicht mal auf der Rangliste, nebenbei bemerkt. Ah, ich bin eben zu beschäftigt mit außerschulischen Aktivitäten, um an Ligakämpfen teilzunehmen. Wenn es um reine Stärke geht, bin ich den Top 4 weit voraus. Ist ja wohl klar. Das ist nicht ganz falsch. Na gut, so, was meinst du, Thomas? Ziemlich cool hier, oder? Ja, es sieht auch echt gemütlich aus, muss ich sagen. Sehr gut, genau das wollte ich hören. Damit ist es offiziell. Wir nehmen dich als vorläufiges Mitglied auf. Bitte was? Vorläufiges Mitglied? Yeah, und damit sind wir natürlich auch vorläufige Buddies. Der AG-Raum und all unser Zeug hier stehen dir jetzt zur freien Verfügung. Dieser PC zum Beispiel ist ja total praktisch. Damit können Schüler einander BP schicken, um sich gegenseitig auszuhelfen. Wenn du über den PC im AG-Raum BP an andere Schüler überträgst, erhältst du nützliche Belohnungen, wie Designs für den AG-Raum oder neue Funktionen für die Kamera-App. Hier, probier's einfach mal aus. Übung macht den Meister. Der hat echt irgendwie so eine Zahnpasta-Frisur, oder? Du erhältst 200 BP von Levi. Wie wär's, wenn du die an Pitt aus der Baseball-AG schickst, damit er dir neue Wurfstile beibringt? Okay, dann machen wir das mal. Jetzt kann ich mich hier frei umsehen. Und schon ein cooler Raum, muss ich sagen. Also schöne Sachen. Süß mit dem Pikachu. Weißt du? Was weiß ich denn? Mein Pikachu und ich geben in der Blaubeer-Liga unser Bestes. Ja, lobenswert. So, jetzt hier am PC, nicht wahr? Das ist der PC der Liga AG. Was möchtest du tun? Ich möchte BP übertragen. Das muss der Pit sein. Möchtest du 150 BP an diese AG übertragen? Yo, das machen wir mal. Pit bekommt 150 Blütenpunkte. Ich meine Blaubeerpunkte. Danke für die Unterstützung, Thomas. Tut mir leid, dass wir das Ganze übers Handy machen müssen. Aber uns kommen sicher auch so ein paar zündende Ideen für neue Wurfstile. Also, der Arm muss zunächst so und das Bein dann so und... Ja, ich hab's. Das ist es. Alles klar. Mit dir darüber zu sprechen hat mir wirklich geholfen, etwas Passables auszuarbeiten. Wenn du deinen Wurfstil ändern willst, wende dich einfach wieder an mich. Du verfügst jetzt über eine größere Auswahl an Wurfstilen. Starke Sache. Schon erledigt? Nicht schlecht. Und das, obwohl es das erste Mal für dich war. Du scheinst echt was drauf zu haben. Ich habe hier noch ein tolles Geschenk für dich. Ein Superfang wie du kann damit sicher was anfangen. Ein Superfang-Pin. Was mache ich damit? Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Oh, das ist praktisch. Hier, das kannst du auch noch haben. Wenn du das trägst, sind wir im Partnerlog unterwegs. Yeah! Ein Liga-AG-Outfit, man. Cool. Wie gesagt, wir sind jetzt vorläufige AG-Buddies. Also kannst du die Kiste benutzen, wann du willst.
Und hier habe ich noch einen Knaller für dich. Momentan darfst du dir unbegrenzt viele Snacks nehmen. Ein besonderes AG-Angebot. Du meinst die ganzen Packungen, die du angebrochen und dann vergessen hast? Keine Ahnung, wie lang die hier schon rumliegen. Lass besser die Finger davon. Oh, danke. So, nach dem ganzen Erklären knurrt mir übelst der Magen. Ich glaube, ich mache einen Abstecher in die Mensa. Wenn du offiziell Mitglied werden willst, können wir uns bei einem Mensa-Day darüber unterhalten. Bei einem was? Wir sehen uns! Ah, so ein Dovi! Was geht nun in seinen Kopf vor? Und ein Mensa-Date? Was soll das bedeuten? Naja, also ein Date sieht so aus, liebe Hana. Ich weiß, was es ist. Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll. Ach so. Sorry, dieser Raum stresst mich einfach. Lass uns woanders hingehen. Irgendwo, wo sich niemand einmischt. Wie wär's mit deinem Zimmer? Ach stimmt. Professor oder Direktor Ciano hat doch erzählt, dass wir jetzt unser eigenes Zimmer besitzen. Und ja, das erreiche ich auch schon hier. So, dann laufen wir mal rüber. Da sind wir auch schon. Tada! So, das hier ist also dein Zimmer. Fast alle Schüler wohnen in Schlafräumen hier an der Blaubeerakademie, weißt du? Wie findest du es so im Vergleich zu den Zimmern an deiner Akademie? Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich keinen großen Unterschied. Es ist einfach nur blau statt rot oder orange. Echt? Wie langweilig. Pff, du kannst mich ja demnächst mal in meinem Zimmer besuchen. Ach, richtig. Ich wollte noch mit dir über ein paar Dinge reden. Über Levi zum Beispiel. Und über Jo. Über Jo? Jo, ich meine, du hast ihn ja vorhin gesehen. In letzter Zeit macht er mir Angst. Seit wir aus Kitakami zurück sind, ist er irgendwie ein ganz anderer Mensch. Tag ein, Tag aus trainiert und kämpft er mit seinen Pokémon, selbst wenn er dafür seinen Schlaf opfern muss. Er ist wirklich viel stärker geworden. Sogar Levi, der mal der Stärkste an der Akademie war, hat gegen ihn verloren. Mittlerweile ist Jo der Leiter der Liga AG und Champ der Blaubeerliga. Bestimmt hat er viel zu tun. In letzter Zeit redet er kaum noch mit mir. Aber was soll's, das ist wahrscheinlich nur so eine Phase von ihm. Jo hat sich verändert. Aber du bist immer noch du. Bitte sei ihm auch weiterhin ein guter Freund, ja? Ja, das werde ich sein, versprochen. Du kannst auf mich zählen, Hana. Danke. Und dann gibt's da noch was. Ja genau, wegen Levi, oder? Ah, Levi! Diesem Knallkopf darfst du auf keinen Fall vertrauen. Er hat immer so eine Null-Bock-Ausstrahlung. Aber man weiß nie, was er gerade wirklich ausheckt. Dieser Dovi regt mich echt auf. Er geht auch kaum zum Unterricht und ist schon dreimal sitzen geblieben. Träum jedenfalls nicht über den Weg. Auf keinen Fall, klar? Ah, naja. Du hast jetzt gleich deinen Mensa da. Ich meine, du triffst dich gleich mit Levi, oder? Ich würde ja gern mitkommen, aber ich muss heute noch dringend einen Aufsatz fertig schreiben. Es wäre schon cool, wenn du auch der Liga AG beitreten würdest. Wenn Levi dir irgendwie blöd kommt, verpasse ihm einfach einen ordentlichen Doppelkick. Genau, wie so ein Rehhorn. Okay, wie wird's hier weitergehen? Meine Lieben, tippt doch mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie Mario und Luigi zusammen Pokémon-Karten spielen und miteinander kämpfen. Bleibt katztastisch!